Hallo zusammen. Ganz häufig kommt ja die Frage nach den Ursachen. Wie kann es denn sein, dass mein Kind Neurodermitis hat? Warum habe ich denn Neurodermitis? Warum habe ich Schuppenflechte? Warum habe ich Erwachsenenakne? Warum habe ich überhaupt Probleme mit der Haut? Und da gibt es natürlich nicht die eine Antwort dazu, sondern meistens ist es halt so eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Einmal ganz klar die genetische Kombination, die genetische Veranlagung ist dabei. Ja, das kann man auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Da gibt es sogar Zahlen dazu. Wenn ein Elternteil Neurodermitis hat, ist die Wahrscheinlichkeit beim Kind bei ca. 30%. Haben beide Eltern Neurodermitis, ist es sogar bei ca. 70%. Das bedeutet aber noch nicht, dass das Kind das auch kriegen muss, beziehungsweise langfristig dann leiden muss. Wir haben zwar die Genetik, aber wir haben eben auch die Epigenetik. Ja, und Epigenetik heißt alles, was so drumherum passiert. Man kennt das von der Zwillingsforschung her. Da haben sie eineiige Zwillinge genommen, die direkt nach der Geburt getrennt wurden. Gibt es tatsächlich oder gab es damals öfters, als man dachte oder als man so denkt. Und haben eben mal geguckt, wie verlief denn das Leben von denen, weil die haben einfach die gleiche Genetik. Und da hat sich schon sehr deutlich gezeigt, dass die Epigenetik, also das, was so drumherum stattfindet, an sozialem Umfeld, an Ernährung, ja, selbst Glaubenssätze, solche Geschichten, ja, wie die einfach aufwachsen, wie die familiären Verhältnisse sind und so weiter und so fort und dem natürlich, was sie ausgesetzt sind, dass das einen größeren Anteil hat tatsächlich als die Genetik. Aber ja, die kann man nicht wegdiskutieren. Ein Riesenpunkt ist der Darm. Ja, der Darm hat auch deshalb bei uns wirklich ein eigenes Kapitel. Da werden auch ganz, ganz viele kleine Videos reinkommen, weil es so viel ist, was der Darm entscheidend, wirklich entscheidend ausmacht bei der Haut. Darm und Haut kann man überhaupt nicht trennen. Ein Darm, in dem ein Darmpilz sich breit gemacht hat, in dem die Darmflora nicht funktioniert, ist eine absolute Katastrophe für die Haut. Ich gucke immer so ein bisschen, damit ich nichts vergesse. Ja, ich habe immer so meine Schmierzettel hier. Dann haben wir natürlich Kontaktallergien. Kontaktallergien können als Auslöser dienen. Wir haben immer bei der Neurodermitis auch noch Auslöser. Und da gehören diese Kontaktallergien dazu. Das heißt, es kann mal sein, ich habe eine Creme erwischt, die geht gar nicht. Oder ein Waschmittel, was überhaupt nicht vertragen wird. Ja, das sind auch immer so Dinge, die man noch dazu sehen muss. Und deshalb haben wir auch noch so ein großes Kapitel Auslöser finden und eliminieren. Ihr glaubt nicht, was es für Auslöser gibt. Nur als Beispiel bei meinem Enkel, es war hauptsächlich der Fencheltee. Ja, da muss man drauf kommen. Fencheltee bei dem Baby. Kannte ich auch vorher nicht, kenne ich auch hinterher nicht wieder, war dieses eine Kind in 19 Jahren, wo der Fencheltee ganz extrem war. Ja? Solche Dinge gibt es. Also deshalb Auslöser, wenn es euch das jetzt hauptsächlich interessiert, das kommt natürlich auch noch. Dann haben wir Umweltbedingungen, zum Beispiel trockene Luft. Im Winter ist die Luft sehr trocken, Heizungsluft. Da wird es natürlich schlimmer. Ja, da wird es bei vielen schlimmer, deshalb ist auch oft ein Luftbefeuchter tatsächlich eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wenn man jetzt nicht gleich einen Luftbefeuchter kaufen will, dann hängt euch feuchte Tücher über die Heizung. Das hilft auch schon oft ein bisschen. Die Hormone. Hormone dürfen überhaupt nicht unterschätzt werden. Ja, also Hormone machen viel, das weiß jeder, der mal schwanger war. Aber Hormone können tatsächlich auch so viel in Unordnung bringen im Körper, dass da auch die Haut davon betroffen ist. Also eher so das Gesamtsystem. Ja? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das Gesamtsystem dann aus dem Ruder gleitet. Und bei Allergikern ist das Gesamtsystem immer so ganz, ja, steht auf ganz schwachen Beinen. Ja? Wenn es ausgeglichen ist, ist wunderbar, aber es steht einfach auf einer ganz wackeligen Geschichte. Und da muss nur so ein bisschen sich was verändern. Und daher sind eben Hormone auch eine schwierige Geschichte, daher auch Pille, ja, und daher kommt auch häufig das, die Frage kommt ja immer wieder, oh mein Gott, jetzt habe ich nach der Schwangerschaft, ist es so schlimm wie nie, ja, das machen dann wirklich die Hormone. Oft ist es in der Schwangerschaft viel besser. Das hat auch damit zu tun, dass in der Schwangerschaft das Immunsystem tatsächlich runterreguliert wird, damit der mütterliche Körper sich nicht gegen das Baby wendet, weil das Baby ist ja nun doch zur Hälfte zumindest nicht eigenes Genmaterial. Ja, und dadurch werden allergische Geschichten auch in der Schwangerschaft oft besser, kommt danach aber natürlich als Boomerang zurück, vollkommen klar. Allergien und Unverträglichkeiten, das wird noch einmal ein einzelnes Video werden, einfach weil auch der Unterschied, was ist eine Allergie, was ist eine Unverträglichkeit, aber klar, dass die daran beteiligt sind,
Das weiß wahrscheinlich jeder, der Hautprobleme hat. Und Stress. Stress verschlimmert jede Art von Hautproblem. Das ist eine Tatsache. Das geht einfach durch dieses Stresshormon Cortisol. Wenn das dauerhaft erhöht wird, wird auch hier das Immunsystem geschwächt. Und dann kommt es ganz automatisch dazu, dass sich das verschlimmert. Juckreiz ist natürlich etwas, was Dauerstress macht. Deshalb ist auch Juckreiz und Stress, das ist so wirklich so ein Teufelskreis. Ja? Juckreiz macht Stress, Stress macht Juckreiz. Und schon trappelst du in so einem Rädchen drin. Ja, alles diese Ursachen werden wir einzeln besprechen und werden euch natürlich auch Infos dazu geben, wie ihr da rauskommt. Bis dahin, macht es gut, schönen Tag noch.